Überfallsartiger Beginn der Rankweiler Ladies beim 18. VfV Toto Cup Finale in Mäder. Doblo und Co. machen von Beginn weg Druck, warten auf eine frühe Entscheidung aus. Knalleffekt in der zweiten Spielminute. Schneider holt die durchbrechende Vega von den Beinen. Schiedsrichterin Biljana Iskin zeigt ohne zu zögern auf den Punkt. Rankweils Veronika von Brüll tritt an, schießt aber zu schwach und umplatziert, sodass Vorderlandtorfrau Bachmeier problemlos abwehren kann und ihr Team in der doch etwas hektischen Startphase im Spiel hält. Die Rot-Weiß-Girls setzen nach und gehen in der 18. Spielminute in Führung. Dobler mit dem Freistoß von halb rechts ideal auf Froni von Brüll und die Rot-Weiß-Golgetterin netzt per Kopf zum 0:1 ein. Nur 4 Minuten später klingelt es wieder im Gehäuse der Vorderländerinnen. Wieder bringt Dobler die Kugel hoch in den FFC-Strafraum. Wagners Kopfball prallt vom Lattenkreuz ins Feld zurück. Erneut ist von Brüll zur Stelle, doch der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Die Kreitschützlinge haben weiter mehr vom Spiel, machen die Räume eng und lassen die Vorderländer Angriffsmaschinerie nicht ins Laufen kommen. In der Schlussphase des ersten Spielabschnitts überschlagen sich dann die Ereignisse. 40. Spielminute. Schneller rot-weißer Angriff. Frombühl steckt durch auf Gasparini und Bono. Lessere schiebt die Kugel zum vermeintlichen 0:2 in die Maschen. Doch auch dieser Treffer zählt wegen Abseits nicht. 2 Minuten vor dem Pausenpfiff, dann der Ausgleich. Kirchmann mit dem idealen Spiel in die Tiefe auf Wieso. Die Venezolanerin gleicht mit ihrem 18. Cup-Treffer zum 1:1 aus. Hinein in den zweiten Spielabschnitt. Vorderlandtrainer Sommer bringt mit einem Doppeltausch frischen Wind in die Partie und der FFC erhöht die Schlagzahl und kommt auch zu Chancen. 55. Spielminute, Eckball Rauch. Atlasnik kann die Kugel nur kurz abwehren, doch mit vereinten Kräften wird die Situation schlussendlich doch noch bereinigt. Und in der 68. Minute ist es Pomberger, die nach einem Chucky von Brüll-Zuspiel ihr Visier nicht gut eingestellt hat und das Leder über den Kasten jagt. Die Rot-Weiß-Defensive hält dicht, lässt keinen weiteren Treffer mehr zu. Auch nicht in der 88. Spielminute. Pomberger mit dem Zuspiel auf Wieso. Doch Rot-Weiß-Torfrau Adlasnik lässt sich nicht überwinden und rettet ihr Team ins Elfmeterschießen. Dort zeigen dann die Rankweiler Girls Nerven und verschießen die ersten 3 Elfmeter, während Wieso, Kirchmann und Müller staubtrocken verwandeln und damit dem FFC bei ihrer ersten Finalteilnahme gleich den Cup bescheren. Ja, extrem froh gerade und so glücklich, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben und im Elfmeterschuss auch noch. Letztes Mal ist es nicht gut für uns ausgegangen, aber es ist scheißegal, wir haben nicht gewonnen. Und haben am Anfang ein Glück gehabt, dass wir nicht höher in Rückstand gegangen sind und in der zweiten Hälfte dann gute Chancen gehabt. Leider ist es da nicht gemacht, aber ist gut ausgegangen für uns. Definitiv ein hartes Stück Arbeit. Ja, Rankwil hat sehr, sehr gut dagegen gehalten. Nicht nur dagegen gehalten, hat er eine sehr gute erste Halbzeit gespielt mit vielen Torchancen. Wir haben immer wieder Probleme gehabt bei Standardsituationen, bei Eckbällen, bei Freistößen aus dem Halbfeld mit den hohen Bällen. Ungewohnte Schwächen in der Defensive gezeigt. Zweite Halbzeit war es relativ ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für uns, hätte ich sogar gesagt. Aber erste Halbzeit, Gratulation Rankweil, war sehr dominant. Die erste Halbzeit war einfach Katastrophe für uns. So habe ich mich selber nicht kennt, wie wir gespielt haben. Ich muss sagen, Teil 2, sprich zweite Halbzeit, ganz stark für uns. Sehr verbessert. Die Töpfe hätten wir machen müssen. Naja, zum Elfenschüssen ist es dann gekommen.